Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Völklingen im Saarland. Yvonne Plötz auf dem Weg in die Turnhalle. Die Politikerin muss in ihrem Job topfit sein. Seit ihrem 13. Lebensjahr trainiert sie im örtlichen Judo-Verein. Im Bundestag vertritt Yvonne ihre Partei, die Linke. Judo, früher eine Kampfsportart, heute eine ganzheitliche Lehre für Körper und Geist. Ich habe am Judo viel Disziplin gelernt. Ich habe Kampfgeist gelernt und ich habe gelernt, mit dem Gegner so fair umzugehen, dass er beim Kämpfen nicht verletzt wird. Und das sind sicherlich Tugenden, die man in Politik gut gebrauchen kann. Und diese Tugenden beherrscht die 26-jährige Bundestagsabgeordnete bereits eindrucksvoll. Heißt aber nicht, dass sie jedem politischen Gegner gleich was auf die Mütze gibt. Dafür müssen ihre Vereinsfreunde herhalten. Aber die sehen das natürlich sportlich. Ich schätze sie als Person, als Persönlichkeit sehr. Sie ist für mich über die Jahre immer jemand gewesen, dessen Wort was zählt, auf den man sich verlassen kann. Ich denke, sie ist ein sehr engagierter Mensch in dem, was sie tut, in den Sachen, die ihr wichtig ist. Und ich denke, dieses Mandat ist für sie sehr wichtig. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sie das auch gut erfüllen kann. Judo ist eine Kampfsportart, in der man viel mit Männern trainiert. Und das ist in der Politik genau dasselbe. Und man lernt einfach, sich in der Männerwelt auch zu behaupten und durchzusetzen. Yvonne kennt also die richtigen Tricks und Kniffe, wie sie sich im harten politischen Tagesgeschäft durchsetzen kann und den Gegner im bildlichen Sinne auf die Matte verweist. Vom Saar geht's gleich ins Sauerland. Dort ist Johannes Vogel aufgewachsen. Er interessiert sich seit seiner Jugend für die politischen Zusammenhänge und hat daher nach seinem Zivildienst in Bonn Politik studiert. Mittlerweile sitzt Johannes im Bundestag und seine Partei ist die FDP. Hi, ich bin Johannes Vogel, ich bin 28 Jahre alt und Bundestagsabgeordneter der FDP. Der Zivildienst hat Johannes geprägt. In dieser Feuerwehrwache in Wermelskirchen hat der Jungpolitiker als Sanitäter gearbeitet. Bis heute fühlt er sich den Helfern vor Ort und seinem ehemaligen Chef Peter Thiel verpflichtet. Soziales Engagement ist für den 28-Jährigen eine Selbstverständlichkeit, die er von jedem Politiker erwartet. Soziales Engagement ist wichtig, weil sonst eine Gesellschaft, glaube ich, einfach nicht funktioniert. Wenn man nicht sich dafür interessiert, was sozusagen mit demjenigen ist, der um die Ecke wohnt, mit dem man verwandt ist, mit dem man befreundet ist und nicht jeder an den anderen mitdenkt, dann kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. In Berlin bin ich auch schon mal gewesen, also ist eine super Stadt auch, um, na, ich sag einfach mal, was anderes zu sehen. Und wenn man vor dem Bundestag steht, ist ein schönes Gebäude, also ist wunderbar, kann man gar nichts gegen sagen. Das Spannende ist halt, im Bundestag ist einfach eine super spannende Möglichkeit. Ich meine, das haben Sie ja mitbekommen. Ich habe ja hier damals schon mit den Julis so ein bisschen Politik gemacht nebenher, neben dem Zivi. Ja. Und das halt jetzt hauptamtlich machen zu dürfen quasi und fulltime sich für eine Zeit zumindest einsetzen zu können, für das man richtig hält, das ist halt einfach eine coole Chance auf jeden Fall. Johannes fühlt sich in seiner alten Umgebung und Heimat sichtlich wohl. Und bei seinem Ex-Chef ist er sowieso immer herzlich willkommen. Also aus der Zivi-Zeit kenne ich ihn als ruhigen, jungen, sympathischen Mann, der sich sehr auch hier engagiert hat. Er hat sich auch sehr schnell eingewöhnt. Er ist kein aufmüpfiger Typ gewesen, sondern wenn man gesagt hat, geh Kaffee kochen oder mach dies oder jenes, dann hat er das auch getan. So, hier sehen wir jetzt den Innenteil eines Krankenwagens, quasi mein altes Arbeitsfeld, damals zu Zivi-Zeiten. Von wegen Kaffee kochen, Johannes war als Rettungssanitäter ein Mann der Tat. Als Politiker ist er jemand, der seine sozialen Ideale vertritt und in die Politik einfließen lässt. Im Rettungswagen bewegt sich der Ex-Sani wie ein alter Hase. Da hat man natürlich super Respekt vor, ist ja auch richtig so, ist auch nicht, ist kein Spaß und nicht zum Spielen, aber irgendwann gewöhnt man sich dran, weil das muss man ja auch, das ist ja Teil, im Wesen der Ausbildung, man lernt irgendwann damit umzugehen, klar. Und Johannes lernte auch für sein eigenes Leben sehr viel dazu. Man ist zwar als Zivi sozusagen nicht der wichtigste Mann in so einem Team, logisch, aber im Rettungsdienst rauszufahren oder auch Krankentransporter haben natürlich Verantwortung für teilweise schwerkranke Menschen, kommt mit Tod und Lebensgefahr in Berührung. Und wenn man ein Viererteam, zum Beispiel jemanden, der einen Herzinfarkt hat, retten muss, dann muss jeder funktionieren. Das ist einem auch klar.
Und da reift man natürlich sehr. Also ich glaube, ich bin da sehr erwachsen geworden in dem Jahr. Weiter geht's in seinem Wahlkreis Olpe. Dort hat Johannes heute einen besonders haarigen Termin. Beim CJD Olpe trifft er auf junge Schulabgänger, die auf eine Ausbildung oder einen Beruf vorbereitet werden. In diesem Fall erkundigt sich der junge Politiker bei den angehenden Friseurinnen über deren Zufriedenheit und Zukunftsperspektiven. Johannes sucht gerne den direkten Kontakt zu den Menschen in seinem Wahlkreis. Hallo, schön, Sie hat begrüßen zu können. Den Kontakt und das Gespräch zu suchen mit den Menschen im eigenen Wahlkreis ist natürlich super wichtig, weil sonst weiß man nicht, was sie bewegt, was die Menschen denken, vor welchen Herausforderungen sie stehen, welche Probleme sie haben. Und das kann mir kein Verbandsvertreter in Berlin erzählen. Die erzählen spannende Dinge, aber wenn ich nur darauf höre, verliere ich, glaube ich, den Kontakt fürs echte Leben. Wer macht so eine Ausbildung? Also wir haben hier Teilnehmer im Alter von 17 bis 25, die bei uns eine Ausbildung machen im CJD, die über die Arbeitsagentur zu uns kommen, für die viele Schüler auch das die zweite Chance ist und auch vielleicht auch die letzte Chance ist, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Umso wichtiger ist es für Johannes, mit den Jugendlichen direkt und vor Ort zu sprechen. Und du machst gerade was? Mit einem Glatteisenlockenzieher. Okay. Und Prüfung ist im wann? Im März dann, ne? Ist die nächste Prüfung. Es ist wichtig, dass Politiker sich auch mal einen Eindruck verschaffen, in unsere Werkstätten hier mit reinzuschauen. Ich fand das sehr gut, dass auch mal jemand hier guckt, also Politiker, wie wir hier am Arbeiten sind und dass das eben sehr wichtig ist für unsere Zukunft auch. Johannes Vogel, ein junger Mann, der in der politischen Welt seine Bodenhaftung so schnell nicht verliert. Auf dem Boden geblieben ist auch Michael Adam. Er ist seit 2008 Deutschlands jüngster Bürgermeister. Mitten in Bayern macht er sich für soziale Gerechtigkeit stark. Michael ist 25 Jahre alt und seine Partei ist die SPD. Grüß dich, ich bin der Michael Adam, 25 Jahre alt, seit 2 Jahren Bürgermeister im Bodenmais im Bayerischen Wald und bei der SPD. Das war bayerisch. Hallo, ich bin Michael Adam, bin 25 Jahre alt, seit 2 Jahren Bürgermeister im Bodenmais im Bayerischen Wald und bei der SPD. Idylle pur. 3.338 Bürger leben im beschaulichen Bodenmais. Mit über 7.000 Gästebetten der größte Ferienort des Bayerischen Waldes. Doch der Job als Bürgermeister ist für Michael alles andere als Urlaub. Besonders zu Beginn seiner Amtszeit hieß es für den sehr jungen Politiker, durchbeißen. Als ich mit 23 hier Bürgermeister wurde, war zunächst mal fast ein Totalschaden in der Verwaltung. Ich konnte auf das Personal nicht zurückgreifen. Wir mussten austauschen, hatten auch viele Altersteilzeiten zu der Zeit. Ich habe mich dann an Gemeindetag, an den Prüfungsverband, also wirklich an externe Stellen gehalten. Und denen habe ich, glaube ich, ein bisschen leid getan. Die haben gesagt, oh, der arme Kleine, dem müssen wir jetzt helfen. Und ich wusste wirklich oft nicht abends, wie es am nächsten Tag weitergeht. Es war kein Geld auf dem Konto, es war kein Haushalt gemacht. Die Stellen waren nicht besetzt hier drin. Und der Bürger erwartet natürlich auch, wenn man dann spektakulär ins Amt kommt, dass dann was nachkommt. Also war nicht leicht und auch nicht immer schön. Der 25-jährige Kommunalpolitiker brennt für das, was er tut und zeigt ein Höchstmaß an Motivation. Etliche Stunden am Schreibtisch gehören zur Tagesordnung. Der Druck nach der Amtsübernahme war gigantisch. Es war ein riesen Presseecho erstmal. Ich kam gar nicht dazu, hier mich einzuarbeiten, sondern es war erstmal nur Kameras, Kameras, Kameras. Ich muss aber auch sagen, im Nachhinein betrachtet war das gar kein Problem eigentlich. Da war man von so einer Welle getragen, der Euphorie. Aber so Monate später kam dann mal so ein Punkt, wo man sagt, boah, jetzt bist du wirklich tot. Aber in dem Moment, wenn man das abrufen und leisten muss, dann geht das eigentlich auch. Michael hat sich trotz seines jungen Alters in der Politik durchgesetzt und ist das beste Beispiel einer neuen, frischen Politikergeneration. Auch Johannes Vogel startet in der nächsten Folge voll durch, zumindest sportlich. Das ist ein guter Ausgleich, wenn man mal irgendwie nervlich angespannt ist und vielleicht im Stress ist. Und in Monheim am Rhein greift Jungbürgermeister Daniel Zimmermann erst zum Kaffee und dann zur Flinte. Wird er jetzt auch noch Jungschützenkönig? Außerdem Daniela Kolbe beim politischen Speeddating in Berlin. Läuft ihr etwa die Zeit davon? Nächste Woche bei Die Anpacker.